Was könnte ich mir jetzt noch reinziehen? Memes können wir jetzt bestimmt eine neue Folge reinziehen, oder? Let's go. Das ist süß. Beste Melodie, wenn man Surfer freigeschaltet hat. Ey, zu nice. Vor allem da, wenn man zu, ich weiß nicht mehr, es war, ich glaube Smaragd, wo du zu Rayquaza so surfen konntest. Und dann musstest du ja mit so einem Rennrad quasi so hochfahren, um das zu fangen. War auch echt sick, Mann. Butter gone. The dog with the butter. Butter gone. Dog got the butter on him. The dog with the butter. Dog got the butter on him. Oh. Okay. So dumm. Let's go. Get in. Get in. Oha, Digga. Kleiner als drei. Jetzt habe ich nicht gesehen, fuck. Dieser ewige Kampf, ich weiß nicht, ob ihr, ich glaube, viele von euch wohnen ja mittlerweile höchst, ich glaube, ein paar von euch wohnen alleine, ne? Betten beziehen, Digga, Endstufe, wenn du bei der Bettdecke angekommen bist, Kissen, alles easy, auch Bettbezug verstroffen, hat kein Problem, den Laken von der Decke reinzuwursteln, jedes Mal, Digga, das ist Standard alleine, du stehst da wie ein Depp, Digga, meistens muss ich dann noch so aufs Sofa oder auf dem Bett so stehen mäßig, dass es halt dich so auf dem Boden auch noch so lommelt und dann schüttelst du wie ein Idiot 2 Minuten lang und nichts tut sich. What the fuck, ist doch easy. Digga, wenn du eine 90 mal 60 Zentimeter Decke hast, dann ist es auch easy. Aber wenn du halt dann mal mäßig mal ein größeres Bett hast mit einer größeren Decke, dann ist halt nicht mehr so einfach. 90 mal 60 ist auch kein Problem. Das mache ich mit meinem rechten Fuß. Ja, eure Fragezeichen, natürlich, ihr könnt alles immer. Ihr macht so und es ist und der Laken ist über der Bettdecke, oder? Du gehst rein, aber trotzdem stehst du erstmal da wie ein Geist. Dann hast du da eine Ecke stehst drin, musst erstmal so die anderen. Ach komm, scheiß auf, mit wem rede ich hier eigentlich? Wie ich meine Decke beziehe, ist folgendermaßen. Ich drehe die auf links, ne? Dann habe ich vor mir die Decke liegen. Dann gehe ich komplett rein. Ich verschwinde da drin, ja? Ich bin komplett drin. Hab links das Eck und rechts das Eck. Sehe aus wie ein Geist auf Wish bestellt, okay? Dann schnapp ich mir eine Ecke und schnapp mir die andere. Und dann hau ich das so mäßig drüber. Wisst ihr, was ich meine? Das ist die Technik. So bezieht man seine Bettdecke und es gibt keine andere Technik. Was macht ihr? Die Fragezeichen rein spam. Steht ihr an eurem Bett und macht so seitlich, schiebt es so mäßig rein oder was? Das hat doch gar keinen Sinn. Natürlich gehst du da rein. I thought your phone was broken. What do you just... Oha. Das waren noch die guten Zeiten, als es kein Corona gab. Das waren noch die guten Zeiten. Okay. Gut. So ein Feini. Okay, sehr gut. Oh Gott. Eine sehr wilde Episode bis jetzt. Willi. Ha ha ha!
Aber er ist auch übel süß, der Hund. Katzen. Ah, ist auch süß. Excuse me. Okay. Ich habe auch neulich ein Video gesehen, da ist eine Freundschaft auch zwischen einem Hund und so einer Babykatze entstanden. Und der Hund hat dann auf die Babykatze aufgepasst. Ich liebe das, wenn man so Freundschaften sieht unter Tieren, die jetzt halt nicht dieselbe Art sind, ne? Also ich finde es immer mega nice, so wenn Hunde sich mit Katzen anfreunden oder hier ein Hund mit einem Huhn. Finde ich immer ziemlich süß, ehrlich gesagt. Hey, war das kein Hahn oder was? Weil manche im Chat so mäßig korrigieren. Huhn? Was ist der Unterschied? Hahn ist männlich, oder? Was wollt ihr von mir? Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich in Form von Gutscheinnummer, keine Ahnung, 25 oder so, wo man 2x11 Nuggets für 4,99 bekommt. Ich glaube, da kommen jetzt keine Fragezeichen da mehr im Chat, oder? Aber du hast Huhn gesagt! Ja, ich meinte Hahn! Huhn! Hahn! Okay. Wow, okay. Die Road Chill, Alter. Nuggets sind Küken. Ach so, sorry. Danke, dass du mich korrigiert hast. Korrekt von dir. Digga. WTF, Junge. Drop it. Auch chilliges Haustier. Nice. Das sah auch sehr süß aus. Oh my god, don't put on the. They'll go on the spicy thing. They'll go on the spicy. In der Episode heute wurden nur Katzen genervt. Digga. Oh, Mann. War halt schon eine wilde Episode, muss man ehrlich sagen.